Vic, du hast wohl ein Faible für Druck. Gefällt mir, wie du das gehandhabt hast. Ja, einerseits setzt du Grace nicht unter Druck und andererseits bewahrst du selbst Haltung unter Druck. Ich persönlich ziehe Grace unter Mick vor. Vic, was würdest du sagen, ist das Beste auf lange Sicht? Sowas wie Eier oder Haltung? Eine gesunde Mischung. Dich hat wohl die gesunde Mischung aus zu viel Grace und zu viel Haltung irre gemacht. Das muss ja Wahnsinn auslösen. Wenn du allein an den Wahnsinn denkst, den dein Wahnsinn ausgelöst hat. Er war der Auslöser, dass deine Freundin dich verlassen hat, dafür, dass Mick sich an sie rangemacht hat, dafür, dass du noch wahnsinniger geworden bist. Aber vor allem dafür, dass mir klar wurde, dass du vollständig den Überblick verloren hast. Ben, geh heim, pack deine Koffer und verlass die Stadt. Moment mal, ja? Niemand sagt mir, was ich zu tun habe. Ben, hüpf heim. Pack deine Koffer und verlass die Stadt. Ich bin Ben Lund. Ich hüpf heim, wenn es mir passt. Verstanden? Ich beurteile das Leben eines Mannes danach, wie er stirbt. Und dein Leben bestand nur aus einer Note. Ben, lass das. Du schießt nicht besser, als du singst. Du steckst jetzt die Waffe weg, rollst heim, packst deine Koffer und verlässt die Stadt. Ich bin Baba Ben London. Schnallst du das immer noch nicht, Vic? Erst benutzt er dich, um ihm den ganzen Wahnsinn aus dem Weg zu räumen. Und dann räumt er dich weg. Na, Vic, ist denn alles unter Kontrolle? Wer ist das denn? Nicholas Falco. Mickey, haben wir den nicht schon umgebracht? Der echte Nicholas Falco. Einen wie ihn hat es noch nie gegeben. Der beste Schütze, den ich je gesehen habe. Ohne Ausnahme. Du meinst, wir haben einen falschen Falco erledigt? Sowas wie ein Pseudo-Nick? Heißt das vielleicht, das war ein Nick-Trick? Was hatte ich für wunderbare Eier?